Hey zusammen, wir machen heute einen Manga-Haul und zwar, haltet euch fest, von September, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar und März, also aus 7 Monaten. Und ich habe gekauft 6 Manga in 7 Monaten. Das ist doch mal brav, oder? Und dann legen wir mal los. Der erste Manga, der ist aus September, ist Kyokai no Rinne 21. Und dazu gibt es eine dramatische Geschichte. Und zwar, Rumiko Takahashi ist ja die Schöpferin von Inuyasha und das hier ist der Nachfolger von Inuyasha. Ich denke mal, das wird die meisten von euch was sagen. Und diese neue Story hat 40 Bände. Band 23 ist als letztes hier erschienen in Deutschland. Und dann haben sie festgestellt, so gut verkauft sich das nicht, wir stellen die Übersetzung ein. Wie kann man von dieser Meisterin die neue Reihe nicht komplett rausbringen? Ich krieg einen Anfall. Dementsprechend waren die dementsprechend niedrig waren auch die Auflagen. Und ich habe irgendwann mal so gedacht, ja, ich stock mal wieder auf, sind wieder 2, 3 erschienen. Guck rein, nicht lieferbar, nicht lieferbar, nicht lieferbar. Ich habe einen Herzinfarkt gekriegt, okay. Und bei 21 habe ich ums Verrecken nicht gefunden. Ich habe fast geheult. Und dann habe ich in der Gruppe rumgefragt, also in der Booktuber-Gruppe, hat irgendjemand diesen Manga gesehen in euren Läden? Bitte, bitte holt ihn mir. Ja, Ping hat sich dann gemeldet. Also ich habe den nicht gesehen, aber ich habe einen Kumpel, den frage ich mal. Und dieser Kumpel hat mir diesen Manga besorgt. Danke an Ping und Kumpel dafür, dass ich diesen Manga habe. Und trotzdem, Egmont, was macht ihr? Ihr könnt nicht einfach diese Reihe einstampfen. Macht lieber eine riesen Werbekampagne. Nachfolger von Inuyasha, müsst ihr lesen, Riesentipp. Aber hört nicht auf, ihn zu übersetzen. Bitte, bitte beschwert euch alle bei Egmont, die müssen das weiter übersetzen. Jedenfalls habe ich jetzt bei 21. 23 sind wie gesagt erschienen, ihr werdet sie aber nicht mehr bekommen, weil sie nicht mehr lieferbar sind. Ich bin sad. Sehr sad. Dann habe ich noch geschenkt bekommen diesen süßen Manga. Der ist auch von Egmont, ja. Und zwar Whispering Blue, das ist ein Boys Love Manga und ein Einzelband. Und da ich mich an Boys Love hier wieder ein bisschen rantasten möchte, wieder im Sinne von, ich habe vor... Jetzt muss ich überlegen. Vor 14 Jahren, oh shit, 14 Jahren, habe ich schon mal Boys Love gelesen und zwar damals New Rock. Das war, glaube ich, der erste Boys Love Manga, der hier erschienen ist und der hat auch tatsächlich eine Neuauflage bekommen. Und da jetzt irgendwie alle im Boys Love Hype sind, und ich weiß nicht warum, dachte ich, okay, der klingt voll süß, den lese ich mal. Und mir fällt gerade auf, ich habe noch 2 gelesen. The Ringfinger, nee, Only the Ringfinger Knows, mega süß. Und In the End, oh, der Zeichen ist so glücklich. Und die Geschichte ist so dramatisch. Da geht es um einen Goff und seinen Lehrer. Mehr sage ich dazu nicht. Auf jeden Fall fand ich auch grandios und... Ich fand diesen Zeichenstil so, so, so süß, den musste ich haben. Ich musste ihn einfach haben und dann habe ich ihn geschenkt bekommen. Gelesen habe ich ihn aber noch nicht. Kommt noch. Weil ich wollte erstmal die Rezension so abdrehen und dann geht's weiter. Weil wenn ich den gelesen habe, könnte ich ja theoretisch gleich die Rezension machen, aber dann verschieben sich die anderen ja wieder und das wollte ich jetzt nicht. Deswegen, der muss ein bisschen warten. Der ist meine Belohnung, wenn ich aufgeholt habe. Dann lasst mich mal gucken, in welchem Monat. War das schon im Oktober? Im Oktober habe ich mir diesen Manga geholt. Und zwar Deine wundersame Welt, Band 1. Das ist ein neuer Fantasy-Manga. Der wird 6 Bände haben, wenn mich nicht alles täuscht. Und ist von einer neuen Mangaka, glaube ich. Keiko Sakano? Sakano? Oh Gott, Leute. Ich kann nicht Japanisch aussprechen. Wenn irgendjemand ein Video kennt, wo man sowas lernt, dann her damit. Auf jeden Fall. Das Mädchen landet in der Vergangenheit und... beginnt einem sehr faulen Prinzen, wenn das nicht so war. Ah nee, sie landet in einem Roman im alten China. Entschuldigung. Der
Auserwählte des Himmels hat überhaupt keinen Bock und sie muss in den Arsch treten. Ich weiß nicht so genau. Habe ich noch nicht gelesen. Meine Kollegin fand es auf jeden Fall toll. Ich werde aber erst anfangen, wenn so ein paar mehr Bände draußen sind. Jetzt sind es, glaube ich, 3 von 6. Deswegen, ich warte noch ein bisschen, genau. Dann habe ich im Dezember noch einen Manga wiedergefunden. Der zählt sich als Neuzugang. Der war von der Collector's Edition von Final Fantasy, Type Zero. Habe ich gerade nicht da. Aber ich habe einen Manga gefunden. Und ich sollte ihn vielleicht auf meinen Sum zählen. Weil das ist ja dann offensichtlich nicht aktuell. Dann im Januar habe ich mir den 4. und letzten Band von Beasts of Abigail gekauft. Und gleich verschlungen, denn Beasts of Abigail ist so süß. Ich fand's so cute. Da geht's um Werwölfe. Ja, mehr muss ich nicht sagen. Schaut dann die Rezension, wenn sie kommt. Ist auf jeden Fall ein wunderschöner Zeichenstil. Richtig toll. Ist von... Namen. Speaker oder Spicer. Aoki. Und kurz drauf, das war sogar im Februar, lasst mich schauen. Ja, im Februar habe ich mir dann Devil Rock Band 1 von 2, nee, 3 von 3 geholt von Spicer, Speaker, wie auch immer. Ah, okay. Also sprich, ihr neuer Manga. Boah, das spiegelt jetzt ein bisschen. Da geht's um eine Band, die gegen Dämonen spielt, singt. So ein bisschen, mir fällt der Name nicht mehr ein. Mermaid Pitchy Pitch mäßig, die singen ja auch, um Feinde zu besiegen. So ähnlich stelle ich es mir vor. Auf jeden Fall super süß. 3 Bände, kann man mal machen. Ich warte aber auch da, bis die anderen Bände raus sind. Von daher, mal schauen. Und als letztes, ganz frisch eingetrudelt, ist Arata Kangatari, Band 24 von Yuvatase. Auch hier weiß ich nicht, worum es geht. Ist mir auch völlig egal, es ist Yuvatase. Ich sammle noch ein bisschen, bevor ich damit anfange zu lesen, weil sie ist noch am Schreiben und das kann dauern, weil sie ist krank. Und das heißt, die Manga werden sehr, sehr, sehr langsam fortgesetzt. Und deswegen, ich sammle jetzt einfach, weil auch bei Yuvatase, die sind schon sowieso teuer. Die kosten 8,50, glaube ich. Ja, 8,50. Und sind super schnell ausverkauft. Ich kaufe die sofort. Das ist mir völlig egal, ob ich die in 10 Jahren erst lese. Ich kaufe sie, weil sonst sind sie weg. Und dann zahle ich 80 statt 8 Euro. Und das sehe ich nicht ein. Genau. Das war auf jeden Fall mein Manga-Haul bis März. Wir sind jetzt up to date und ich habe im April bis jetzt keinen gekauft. Deswegen, ich habe keine Ahnung, wann ich den nächsten Haul drehe. Dann, wenn ich ein paar Bücher habe. Manga, Entschuldigung. Und ja, ihr dürft mir gerne ein paar Fantasy-Empfehlungen geben, wenn ihr welche habt. Auch wenn ich jeden Tag vorm Manga-Regal stehe. Aber ich glaube, ich bin erstmal beschäftigt mit Deine wundersame Welt und Kyokai no Rinne und was wollte ich noch sagen? Yona. Yona wollte ich unbedingt noch haben. 3 Bände habe ich immerhin schon. Genau. Aber wenn ihr noch was anderes entdeckt, dann sagt mir das bitte. Genauso, wenn ihr Boys Love, niedliche Boys Love Manga habt, also jetzt nicht sehr sexuell, sondern sehr niedlich, gerne her damit, habe ich Bock drauf. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Manga verschlingen und shoppen und sammeln und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao!